Herzlich willkommen zum Taskforce Let's Play. Ich bin Damon und ich erkläre heute, wie man mit Roll20 spielt aus der Spielerperspektive. Ja, ich habe hier die Seite aufgerufen, Roll20.net, da fängt alles an. Schadet auch nicht, wenn ihr euch schon mal einen Account macht. Ja, wie ihr euch den Account macht, erkläre ich nicht. Ist die normale Prozedur, wie man sich einen Account macht, im Forum irgendwo oder keine Ahnung sonst wo. Das schafft jeder alleine. Wenn ich ein Spiel spielen möchte, kann ich hier über Spiele finde eine Gruppe. Eine Gruppe suchen. Ja, hier werden unten schon ziemlich viele Spiele angezeigt. Alle Spiele, hauptsächlich auf Englisch, kommt aus dem amerikanischen Raum. Ich kann allerdings über die erweiterten Suchoptionen eine Sprache auswählen. Da würde ich schon mal Deutsch auswählen. Schränkt die Ergebnisse ziemlich stark ein. Gucken wir mal. So, jetzt kann ich hier Midgard spielen, Immortalis, Dungeons & Dragons, Tomb of Annihilation und so weiter. Also ich habe hier schon eine gewisse Auswahl, ja leider nur auf der einen Seite. Eine andere erweiterte Suchoption, die ich eigentlich standardmäßig reinmache, ist zeige Spiele mit Inhalt für Erwachsenen. Gucken wir nochmal, Sprache hat er noch auf Deutsch. Sind jetzt andere Spiele, teilweise. DSA auch noch. Also ich habe hier schon eine ziemliche Auswahl von netten Game Mastern. Starfinder aber mit SL gesucht, würde mich auch mal interessieren. Würde ich aber nicht meistern. Ich könnte mich jetzt, sagen wir mal, ich versuche mich hier für Starfinder als SL zu bewerben. Ich lese mir die Beschreibung durch von dem Spiel, bin mit den, hier ist noch die kurze Übersicht dargestellt. Ja, schreibe unten ein Posting im Diskussionsforum, okay, hier ist noch nichts vorbereitet, ich könnte jetzt aber hier ein Thema posten und schreiben, ich möchte mich als SL bewerben oder zur Verfügung stellen oder wie auch immer man das nennen mag. Ich guck nochmal das schwarze Auge, ebenfalls das hier ist vorgegeben, der Eintrag. Und genau, er hat auch ein bisschen vorgegeben hier, ich wäre gern dabei, kann man mal gucken. Hat er auch nichts vorgegeben. Gut, auf jeden Fall könnte ich da, egal was ich spielen möchte, einen Beitrag schreiben und darauf hoffen, dass der Spielleiter mich akzeptiert oder auf mich zukommt und mich zum Spiel einlädt. Dann würde ich den Link zum Spiel erhalten und wäre auf so einer Startseite, wo ich dann noch weitere Infos hätte und letztendlich eventuell auch noch weitere Foreneinträge, die da nur spielintern sichtbar sind, wie hier. Und ich könnte hiermit auf Spiel starten und in das Spiel reinkommen. Jetzt habe ich hier natürlich die Game Master Perspektive. Ich erkläre aber die Sachen, die für die Spieler relevant sind. So, ich bin hier in der Meetingraum-Szene. Die Ansicht ist ziemlich original, wie das, was die Spieler auch haben. Ich habe nur die Page-Toolbar hier oben, die habe ich als Spieler nicht. Das ist die, wo ich als Meister einzelne Bilder weitermachen kann. Als Spieler kann ich mir nur das Bild angucken, was der Meister mir gibt. Ich kann das Bild hier oben mit dem Schieber größer und kleiner skalieren. Oh, ich mach mal schön. So ist schön. Okay, kommen wir zu der Toolbar an der linken Seite. Mit diesem Pfeil kann ich als Spieler meine Spielerfiguren verschieben, um damit über Maps zu gehen. Als Meister kann ich noch Maps verschieben, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Der zweite Cube hier gibt die Ebene wieder. Es gibt die Hintergrundebene. Auf der Hintergrundebene liegt diese Map gerade. Kann man daran erkennen, dass hier diese Quadrate zu sehen sind. Die kann ich als Spieler nicht verschieben. Ich würde mich auf der Objekte- und Token-Ebene als Spieler ausschließlich befinden, um halt, wenn ich den Pfeil ausgewählt habe, wie gerade beschrieben, meine Figürchen zu bewegen zu können. Formen zeichnen kann ich als Spieler auch. Wenn ich irgendwas markieren möchte, kann ich hier die Form zeichnen. Einfach linke Maustaste gedrückt halten
und weiterziehen und dann loslassen, wenn ich fertig bin. Solange ich hier drin bin, kann ich nur Formen zeichnen. Wenn ich eine Form löschen will, muss ich auf den Pfeil gehen, die Form markieren. Kann ich per Einzelauswahl oder indem ich ein Quadrat ziehe, dann markiere das und auf Entfernen drücken auf der Tastatur. Ich kann auch alternativ zu dieser standard eingestellten quadratischen Form, wenn ich die Alt-Taste drücke und gedrückt halte und wieder mit der linken Maustaste drücke, einen Kreis ziehen. Ist in vielen Situationen eigentlich schöner, aber nett, dass man beides kann, sowohl Kreis als auch Quadrat. Ich kann Freihand Sachen malen, ja, ich kann X'en, ich kann was auch immer, was ich malen muss, kann ich malen als Spieler. Wenn ich was markieren will, einen Weg, den ich gerade zurücklege. Ich möchte mich dahin bewegen, ja, sieht nicht so toll aus. Polygonlinie, ähnliches System. Verbindet zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, wie auch immer. Einfach einmal links klicken, dahin, wo der nächste Polygonpunkt hin soll. Text, da kann ich ein Textfeld mit einem Linksklick einsetzen und dann auf der Tastatur meinen Text schreiben. Ich kann hier natürlich für alle Formen und Farben, die ich getan habe, Farbe ändern. Hier im Fall des Textes kann ich die Textgröße ändern und die Schriftart. Und mit dem Pfeil kann ich es wieder markieren und entfernen. Basisoperator. Zoomstufe kann ich einstellen. Zoomstufe kann ich einstellen. Und ich kann auch noch die Zoomstufe einstellen. Ja. Funktioniert gerade nicht. Habe ich auch hier oben drüber gemacht. Habe ich hier auch ehrlich gesagt noch nie drüber getan. Naja, keine Ahnung. Hiermit kann ich Entfernungen messen. Einfach vor meinem Figürchen die linke Maustaste gedrückt halten und in die Richtung ziehen zu der Entfernung, die ich messen will. Funktioniert natürlich nur, wenn der Game Master die Map entsprechend skaliert eingestellt hat. Bereiche aufdecken, Polygon aufdecken und Bereiche verstecken sind Game Master Einstellungen. Das hat man als Spieler nicht oder kann man als Spieler nicht benutzen. Hier kann der Game Master die Turn Order festlegen, also die Initiative-Reihenfolge. Kommt als Spieler auch nicht in Frage. Und was als Spieler noch witzig ist, ich kann über das Würfelsymbol, geht ein Würfelmenü auf und ich kann damit schnell Würfel rollen. Ich kann auch sagen, 2 beispielsweise, W20 und direkt noch einen Modifikator festlegen. Dann würfelt er die und zeigt die Ergebnisse hier unten an. Alternative Befehle für den Spieler sind slash roll 1d6 beispielsweise. Dann würfelt er 1w6. Slash roll 1d20. Dann würfelt er 1w20. Geht natürlich auch mit 2. Ich demonstriere es mal. 2d20. Und ich mache direkt einen Modifikator von plus 5. Das sind so die Eingabemethoden, um zu würfeln, neben diesem Feld. Ja, hier ist noch die Hilfe. Die wird dann mit diesem Tutorial höchstwahrscheinlich überflüssig. Und das war auch schon die Bar auf der linken Seite. Also sehr wichtig als Spieler der Pfeil. Und wenn man sich entschließt, hier rüber zu würfeln, der Würfel. Eventuell noch das Fernungsmesstool. Und wenn man mal was markieren möchte, Form zeichnen oder Freihand. Was man immer machen kann, solange man den Pfeil markiert hat, ist, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält auf eine Stelle, dann pinkt man. Ich habe jetzt hier Rot als Standardfarbe die ganze Zeit. Das ist, weil ich hier unten Rot als meine Standardfarbe eingestellt habe, kann ich mit einem Linksklick auf das Farbfeld wechseln und könnte mir jede andere Farbe mit einem Linksklick aussuchen. Jetzt habe ich hier Schwarz eingestellt und wenn ich ping, mache ich das jetzt in Schwarz. Aber ich finde Rot schöner. Gut, den Schieber haben wir schon. Kommen wir zu den Symbolen hier oben. Das hier ist der Chat, der allgemeine Chat.
Da kann ich Botschaften eintippen. Mein Würfelbefehl kann ich da eintippen, etc. Ich kann auch mit Spielern flüstern. Mit /W. Ja, also ein Chatfeld. Hier habe ich meine Bibliothek. Wenn ich Figuren, Icons in meiner Bibliothek habe, könnte ich die von hier aus ins Spielfeld ziehen. Benutze ich aber meistens als Meister. Die Spieler machen es in der Regel anders. Hier ist ein ganz wichtiges Feld, das Notizbuch. Hier sind jetzt bei mir, weil ich ja Meister bin, sehr viele Charaktere angelegt. Als Spieler habe ich in der Regel einen Char. Das ist nämlich, wenn der Meister vorab mir den Char angelegt hat. Der Char hat dann entweder festgelegte Werte, also ist ein vorgefertigter Char, je nachdem, was der Game Master geschrieben hat. Oder es ist ein leerer Charakterbogen, den ich dann ausfüllen kann. Einfach mit einem Linksklick kann ich den öffnen. Bio und Info. Gut, hier steht nichts für mich. Character Sheet. Das müsste ich bearbeiten können. Einsehen und bearbeiten können im Optimalfall. Hier ist jetzt ein vorgefertigter Charakter. Ich könnte hier noch Geschlecht eintragen, wenn ich männlich sein wollte, etc. Wenn der Charakterbogen leer angelegt ist, dann muss ich den natürlich ausfüllen. Dann muss der Game Master mir entweder helfen, wenn ich ihm sage, dass ich das System nicht kenne. Oder ich mache es selbstständig und er kontrolliert es oder auch nicht. Wenn der Game Master jetzt eine Probe ansagt, beispielsweise ich muss eine Jump-Probe gegen 10 bestehen, dann könnte ich bei diesem Heldenbogen, die sind halt je nach System alle ein bisschen besser in Schuss oder weniger in Schuss, könnte ich einfach hier den Würfel drücken und ich würde würfeln, hätte jetzt ein Ergebnis von 16 und hätte damit bestanden. Finde ich ein bisschen schöner, als über den Würfel zu gehen oder über den /Roll-Befehl, weil hier wird direkt angezeigt im Chatfenster unten rechts, was ich gewürfelt habe. Ist da ein bisschen übersichtlicher. Selbiges ist hier bei dem Charakter-Cheat sehr schön gelöst. Er zeigt mir hier jetzt extrem schön an, was ich gewürfelt habe, 23 auf Attack und auch direkt welchen Schaden ich gemacht habe und wie viel Munition ich noch über habe. Die müsste ich mir dann hier immer abstreichen. Da, bei Notes. Da würde ich jetzt die 49 hinschreiben. Das finde ich eine sehr schöne Darstellungsweise im Gegensatz halt zu diesem Würfeln, wo er einfach nur sagt Rolling 2d20 und man weiß, wenn man Pech hat, eventuell nicht mehr, worauf man gewürfelt hat. So, das ist das Prinzip mit den Charakterbögen. Charakterbögen sind halt systemspezifisch, hat der Game Master vorher angelegt. Muss der alles einstellen, wie man das macht, zeige ich im Game Master Teil. Ich kann meinen Charakterbogen als Spieler die ganze Zeit offen lassen. Ich kann den in der Größe verschieben. Ja, sieht jetzt nicht mehr schön aus. Ja, vielleicht würde ich ihn doch zumachen. Oder hier das Bild ein bisschen kleiner, ist aber auch nicht funktional. Je nachdem oder je nach Situation habe ich da noch ein paar verschiedene Möglichkeiten. Die Jukebox will ich als Spieler nicht anfassen. Makros brauchen wir auch erstmal nicht. Und bei meiner Einstellung, da kann jeder nochmal gucken, wie ist mein Anzeigename. Das ist der, der hier unten links angezeigt wird. Lautstärkeregler kann ich mir anpassen. Wo ich immer mal reingucke, ist Player Avatar Size. Die sind auf Regular eingestellt, glaube ich, normalerweise. Wird ja auch Sinn machen. Ich stelle mir die gerne auf Small, damit man hier ein bisschen mehr vom Spielfeld sieht. Aktiviere 3D-Würfel. Das sind die Würfel, die hier ins Spielfeld geflogen kommen. Diese, wenn ich die nicht mache und würfel, ich gehe in den Chat zurück, damit man sieht. Dann sieht man hier nur das Würfelergebnis und es kommen keine Würfel mehr ins Bild geflogen. Man hört auch den Würfelsound nicht. Ja, automatically roll 3D Dice.
Wenn ich jetzt würfel, genau, klicke und ziehe, um zu würfeln. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich machen muss. Genau, irgendwas muss ich machen, damit er würfelt. Ziemlich blöd, deshalb, wenn ich die 3D-Würfel aktiviere, würde ich es auch direkt automatically rollen. Ja, den Rest kann sich jeder selber mal angucken. Das dürften so die wichtigsten Einstellungen sein. Also zoomen. Im Zweifelsfall als Spieler immer auf dem Cursor hier bleiben. Und zum Würfeln empfehle ich eigentlich das Würfeln über die Charakterbögen. Also über die jeweiligen Würfel daneben. Initiative muss, obwohl es hier unten steht, auch noch, genau da ist es, da, muss, sobald der Initiative Tracker an ist, bei diesem Spiel hier oben drüber gewürfelt werden. Sonst kommt es nicht in den Initiative Tracker rein. Mag sein, dass das bei anderen Spielen ähnlich ist. Also falls ihr da nicht in den Initiative Tracker reinkommt. Apropos Initiative Tracker, das ist auch noch eine relativ wichtige Sache. Wenn der Initiative Tracker an ist, ich resette den mal, kann man als Spieler nicht. Wenn der Initiative Tracker an ist, ich habe als Spieler, kann ich mir in mein Character Sheet das Bild importieren, das ist hier drin. Ich nehme aber einen, der mir zugewiesen ist. Ist jetzt ein NSC-Charakter. Unter Edit kann ich hier den Avatar editieren. Und ich kann den dann auf das Spielfeld draufziehen. Das macht hier schon ganz richtig. Wenn ich jetzt den markiere, also draufziehen, markieren, während der Initiative-Tracker an ist, und dann hier oben auf Initiative würfeln. Ich stelle es einmal da. Dann ist er jetzt in dem Initiative Checker drin. Wenn ich den nicht markiere, dann bin ich nicht in dem Initiative Checker drin. Oder wenn ich hier bei Star Wars die Unterinitiative würfel, dann bin ich auch nicht im Initiative Checker drin. Also das sind Sachen, die oft falsch gemacht werden. Ich stelle es einmal da. So, er würfelt zwar, aber er ist hier nicht drin. Kann ich auch nochmal mit einem anderen machen. Nehmen wir hier den. Der hat jetzt gar keine Figur auch auf dem Feld und ich würfel jetzt einfach mal die untere Initiative. Ja, sie unten würfelt er. Man sieht auch Initiative, aber man sieht auch nicht Rolling for Turn Order. Wenn ich jetzt die richtige Initiative würfel, roll ich zwar for Turn Order, erscheint hier aber nicht in der Liste, weil ich meinen Avatar nicht auf dem Spielfeld habe. Hier muss ich den rausziehen. So, ich habe den jetzt auf dem Spielfeld. Ich markiere den und ich würfel auf die obere Initiative. Und damit bin ich auch im Initiative Tracker drin. Das war's mit dem Tutorial für Roll20 für Spieler. Schreibt in die Kommentare eure Erfahrungen mit Roll20. Hat euch die Erklärung geholfen? Welche anderen Tools kennt ihr noch, über die ihr online spielt? Danke und bis zum nächsten Mal.